Hallo, willkommen beim 1000-Wecker-Report, heute mit dem Thema Pennygold-Aktien wie Phönix aus der Asche. Disclaimer. Goldaktien befinden sich seit 10 Jahren in einer extremen Unterbewertung. Am Hui-Gold-Ratio gut erkennbar liegen wir mit 0,115 immer noch unter den Tief von 2000, 0,135. Nur 2016, 2019, 2021 gab es kleine Rallyes, aber den richtigen Ausbruch gab es bisher nicht. Genau diese brutale Drückung wird einmal zu einem aufsteigenden Phönix avisieren. Allein der eher moderate Anstieg auf das Hoch von 2012 dürfte Junior Penny Gold Aktien um den Faktor 50 bis 100 steigen lassen. Ob das Hui Gold Ratio sich auf 1,0 steigern könnte, lässt sich nicht vorhersagen. Wenn aber der Rohstoffbullenmarkt richtig Feuer gefangen hat und dem Anstieg noch kein Systemzusammenbruch zuvorkommt, kann in der aktuellen Verschuldungsorgie etc. gewissermaßen die größte Goldaktienrallye aller Zeiten bevorstehen. Aktuell machen wir jedoch die Videosfile deshalb, weil die Jahrhundertchance von den wenigsten erkannt wird und Aufmerksamkeit verlangt. Ja, im Grunde genommen habe ich ja hier mit diesem 1000-Wecker-Report sozusagen 2016 quasi angefangen, seitdem wir hier diesen Bodenbildungsprozess gehabt haben. Und die meisten sind natürlich mit Goldaktien etc. hier 2006, 2007 reingemacht, wo es eigentlich gefallen ist. Insofern, aber ohne Zweifel ist natürlich diese Bodenbildungsphase viel, viel zu lang. Wenn Sie sich hier dieses Tief ansehen, hier von 2001, wo dann der Rohstoffbullenmarkt gestartet hat, das war nur ein kurzer Dip nach unten, fast ein Tagesereignis und wir warten im gewissen Sinne hier schon 5 Jahre. Was aber dann am Ende dazu führen müsste, dass es eine wesentlich stärkere Entladung nach oben gehen könnte, vielleicht eben hier zu einem Allzeithoch von 1. Das werden wir sehen. Jedenfalls wir leiten davon ab, dass es möglicherweise sich um eine der größten Investmentchancen der Geschichte halten können. Solche Verzerrungen nach unten, das wird sich brachial entladen und gerade gute Top-Penny-Gold-Aktien können in diesem Umfeld teilweise 10, 20, 30, 40, 100-fache steigen und Gold und Silber ist dann gar nicht viel gestiegen. Ja, eine absolut interessante Situation. Wollen wir schauen, ob es tatsächlich losgeht. Meiner Meinung nach, viele Penny-Gold-Aktien machen eigentlich ganz gute Anzeichen, dass sie steigen. Und steigen. Es geht meiner Meinung nach Geld rein und das kann jetzt sich massiv noch zunehmen und selbst diese Bullenmärkte, die wir hier 2016 oder 2020 erlebt haben, die eigentlich Mini-Bullenmärkte oder Baby-Bullenmärkte sind, die waren ja auch schon brachial, weil auch da hat es Aktien gegeben, und das 50-fache gestiegen sind. Was passiert mit den Aktien, wenn wir, sag ich mal, zumindest hier bis zum Median hier gehen, auf 0,44 oder so oder noch drüber hinaus? Einfach unvorstellbar. Also die Chance ist sehr groß. Natürlich hat keiner eine Kristallkugel, ob das jetzt tatsächlich so stattfindet. Ja, heute mal über Informationen zu einem Uran- und Vanadium-Entwicklungsunternehmen mit Operationsgebieten in Utah, Colorado, Arizona, in den USA und Mexiko. Das Unternehmen ist ein Uran- und Vanadium-Entwicklungsunternehmen. Ein wichtigster Vermögensfeld und Portfolio ist die Schottaring Canyon Mill in Garfield County, Utah. Die Schottaring Canyon Mill liegt strategisch günstig in einer der historischen produktiven Uran-Produktionsgebiete der Vereinigten Staaten. Es ist eine von nur drei lizenzierten Uranmühlen in der Region. Ja, das Unternehmen hat Bergbauclaims und staatliche Pachtverträge im Südosten von Utah, Colorado, Arizona, die auf Gebiete abzielen, in denen früher Uran abgebaut worden ist. Unter anderem das Velvetwood-Projekt, Slick Rock-Projekt, Westslope-Projekt, das Frank M. Uran-Projekt sowie das Beriezenrohr, Findley Tank Projekt. Für die Projekte Velvetwood und Slick Rock wurde eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung, PEA, abgeschlossen mittlerweile. Zusätzlich haben sie jetzt relativ aktuell hier die Meldung vom 20. Juli auch in Mexiko eine Uranressource hinzugekauft von die 18,1 Millionen Pfund Uran sind. Ja, ansonsten hier nochmal, Arizona haben sie in 10.000 Acres, hier 994.000 Pfund Uranressource und ja, Erz mit durchschnittlichen Gehalten von 0,46 Uran% und Vanadium abgebaut. Sie haben auch nochmal zusätzlich etwa 4 Millionen
Pfund Uran und 5 Millionen Pfund Vanadium. Denn das Frank M. Deposit in Utah liegt etwa 12 Kilometer nördlich der Mühle in Utah. Historische Mineralschätzung von 2,2 Millionen Pfund Uran mit einem Durchschnittsgehalt von 0,101%. Dennoch das West Slope-Projekt in Colorado, das ist, glaube ich, im Augenblick ihr primäres Projekt mit Gehalten von 0,25%, also insgesamt 11 Millionen Pfund Uran und einer vor Ort gemessenen Ressource von 1,2 Millionen Tonnen Vanadium mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,2%, also 53 Millionen Pfund Vanadium. Das ganze Unternehmen ist auch nur ein paar Millionen Dollar bewertet. Sie sehen, beim letzten Rohstoffboom ist die halt auch ausgebrochen und in der Vergangenheit ist die schon mal mehr um das Hundertfache gestiegen. Wobei auch bei anderen Analysten wurde diese Aktie schon mal hoch gehandelt. Die haben, wie gesagt, wir waren ja eigentlich im Uran-Bärenmarkt, dann haben sie sich Vanadium zugewandt. Jetzt sehen sie aktuell wieder Uran. Wir können nur hoffen, dass das Unternehmen dann die Kurve kriegt. Interessant ist die Mühle in einem Uranbruch, ein Unternehmen mit einer Mühle. Da können sie sich ja möglicherweise dann noch gute Beteiligung nochmal aushandeln für die umliegenden Projekte. Könnte also in einem Uranboom sehr interessant sein. Man kann hoffen, dass diese Aktie zumindest Richtung 1 Dollar marschiert. Die war, glaube ich, 2015, 2014 war die schon mal sogar bei 2 Dollar und davor sogar mehr. Das muss man sehen, wie die reagiert. Wie gesagt, keine Empfehlung, einfach nur, ich wollte dies darauf aufmerksam machen, dass der Uranmarkt eigentlich auch seinen Boden gefunden hat und eigentlich auch eine riesige Chance vorsteht. Man muss sogar sagen, dass der Uranmarkt im Wesentlichen sogar enger ist als der Gold- und Silbermarkt. Und deswegen kann das, wenn jetzt der Uranpreis aus irgendwelchen Gründen noch stärker steigen sollte, könnte es sogar dann zu einer noch stärkeren Rallye kommen, als man sich so vorstellen kann. Also Sie kennen ja sicherlich die Story von Rick Hull, der hat Anfang der 2000er Jahre oder waren es 1998 irgendwo in Namibia Uranunternehmen gekauft, teilweise sogar für 1 Cent, das ist dann auf 10 Dollar gestiegen. Das waren 1000 Bäcker. Das kann passieren. Hier bei der Aktie würde ich vielleicht sagen, wenn wir richtig einen Uranbullenmarkt haben, vielleicht das Hundertfache. Who knows? Schwer zu sagen, wie gesagt, keine Kaufempfehlung. Ich wollte Sie einfach nur darauf aufmerksam machen, dass man zumindest einige Uranaktien auch als Beimischung auch für in sein Gold- und Silberaktienportfolio aufnehmen könnte. Ja, Gold generell müsste eigentlich analog der 1970er von 2000 Dollar auf 8500 Dollar steigen. Warum sagen wir das? Weil es eine ähnliche Chartformation ist. Damals ist quasi auch hier, ist denn Gold ist hier von 100 Dollar auf 200 Dollar rangestiegen. Dann gab es nochmal eine große Korrektur, negative Stimmung, ganz ähnlich wie jetzt. Und dann hat es die meisten Leute haben sicherlich den Goldmarkt verlassen, den Goldaktienmarkt. Und dann gab es diesen Mega-Anstieg um das Vierfache von 200 Dollar auf 800 Dollar innerhalb von einem Jahr. Und genau das ist dieselbe Chartformation, die wir haben. Es könnte eben auch passieren. Und damals in den Goldaktien hier von 5 oder 10 oder 20 Cent auf 10, 20, 30 Dollar gestiegen. Also nicht selten könnte man aus 1000 Dollar 100.000, 200.000 oder mehr machen. Eine einmalige Chance, die sich wiederholen könnte. Ja, wie profitiert man von einer Goldaktienrallye? Was passiert als nächstes? Schauen wir uns mal die typischen Goldaktienrallyes an. Ich hatte ja von Baby-Goldaktien gesprochen und für Baby-Goldaktienmärkte sind das trotzdem ganz interessante Anstiege. Hier ging es nur das Hundertfache hoch, 2016 diese Aktie, während also 10.000%, wenn Gold eigentlich nur um 30% steht. Das heißt, diese Aktie war 350 mal besser als Gold selbst. Und das ist auch schon die Bedeutung. Man kann es nutzen, wenn man es schafft, hier nochmal aufzuladen, wenn es besonders billig ist und relativ an der Übertreibungsphase zu verkaufen. Könnte man zum Beispiel, hätte man einiges Gold verkaufen können und dann wesentlich mehr Gold wieder zurücklegen können. Nur für diese schnelle Geldmaximierung sind Goldaktien eigentlich gedacht. Es ist kein Langfristinvestment. Sie sehen, wenn die Stimmung wieder schlechter wird, was mit diesen Goldaktien passiert. Also da muss man raus sein. Dasselbe hier 2020, Corona-Krise. Offensichtlich irgendwelche Kräfte verzerren diese Preise nach unten. Und das wird sozusagen erkauft mit einer Preisverzerrung nach oben. Und weil wir jetzt, sage ich mal, auf dem All-Time-Tief ist, kann eigentlich genau dasselbe sagen, dass diese Verzerrung nach unten korrespondiert mit einer extremen Verzerrung nach oben, wie wir ja anfangs festgestellt haben. Und das ist die Chance. Also zum Beispiel hätte man hier 2016 eine Unze Gold
damals investiert, das ist nicht sichtbar, hätte man schon ein halbes Jahr später, wenn man dann diese Goldaktie verkauft hätte, 79 Unzen Gold zurücklegen können. Und das trotz gestiegenen Goldpreises. So kann man Goldaktienrallyes in dieser Phase sehen. Sag ich mal, sie assoziieren eng mit Gold, haben aber ein unterschiedliches Verhalten. Mal sind sie extrem billig, mal extrem teuer. Und das macht das so attraktiv. Aber es ist natürlich so, dass die meisten natürlich dann sich für Goldaktien interessieren, wenn wir diese Spitzen haben. Und das Einzige, was sie dann erreichen, ist, dass sie dann in diesen Bärenmarkt laufen. Und das darf man natürlich nicht. Ja, immer noch extreme Bewertung bei, Unterbewertung bei Goldaktien. Hier ist das hohe Gold. Aktienratio, Sie sehen 1986 im Bärenmarkt, hat seinen Boden gefunden, wie wir auch an den Ursprungsstart festgestellt haben. Und jede Sekunde kann diese Eruption kommen, die das größte Goldaktien-Bullmarkt aller Zeiten sein sollte. Weiterhin gibt es einen Unterschied zwischen Junior-Goldaktien und Senior-Aktien. Deswegen sind für Junior-Goldaktien wenig billiger bewertet. Und auch diese Lücke, dieses Gap, hat die Begebenheit im Bullmarkt, gleicht sich das aus. Da, also das zum Beispiel 2003 können wir das beobachten. Ja, wie hätte man 1970 optimal gespielt? Ja, man hätte einfach ständig Goldaktien weiterkaufen müssen, bis dann, sage ich mal, die Eruption kommt, das magische halbe Jahr. So ein Goldaktien-Bullmarkt dauert mindestens ein halbes Jahr sozusagen, dann wird es gefährlich und das hätte eben möglicherweise gereicht, einige Verhundertfachungen kassieren zu können und hätte man viele Goldaktien investiert, vielleicht hatten sich nicht alle so entwickelt, aber viele dazwischen, vielleicht einige sogar sehr hoch, dann gab es im Grunde genommen die Kapitulationswelle in den Medien. Dort gab es dann Artikel hier am 13. August 1979, die von Tod der normalen Standardaktien gesprochen haben. Aber wenn die Massenmedien von dem Tod einer Anlageklasse sprechen, ist es meist das Gegenteil. Dann ist es eigentlich das Signal, in diese Assetklasse einzusteigen. So wie man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, der Alan Greenspan, wissen Sie ja auch, hat ja, oder war das sein Vorgänger, hat ja Gold als barbarisches Relikt bezeichnet. Und ich glaube, das war um das Jahr 2000, als das barbarische Relikt geprägt worden ist. Und was ist passiert? Gold hat sich barbarisch verzehnfacht. Und so ist es auch mit Aktienmarkt. Sie sehen ja hier, von 1980 ging es dann, als Sie gesagt haben, Aktien sind tot. Es Berkshire Hathaway das 228-fache zwischen 1980 und 1999 gestiegen. So, also, wir müssen jetzt mit der Goldaktiendynamik Geld verdienen, dann die S-Klasse wechseln, beziehungsweise das war in 1980, das ist ja der Rückblick. Das wäre einfach sinnvoll gewesen. Goldaktien verkaufen in der Übertreibung und Top-Aktien, Top-Fonds kaufen und man hätte aus 50 Dollar von 1977 oder so bis 1999, also ungefähr gut 20 Jahren, 1 Million Dollar. Und man hätte natürlich unheimlich viele verschiedene von diesen Aktien kaufen können. Also das ist eigentlich denn die Strecke wirklich zu Reichtum wäre es gewesen. Ja, 200 Jahre Goldratio. Also hier wird einfach der allgemeine Aktienmarkt einfach mit Gold bemessen. Das wird nie gemacht, um zu kaschieren, dass im Grunde genommen ein Aktienmarkt teilweise keine Gewinne zu zielen sind. Deswegen muss man alles mit Gold vergleichen. Und da sehen Sie als erstes, das ist das 19. Jahrhundert. Einen ständigen Aufschwung eigentlich gebracht hat von Aktien etc. Man könnte sagen, es ist sozusagen das gute Jahrhundert. Und wir wissen ja auch, da haben sich die meisten Firmen auch gegründet. Denken Sie, Siemens wurde 1851 gegründet und so. Da zählen wir noch heute von dieser Innovationswelle. Ja, und das 20. Jahrhundert war zumindest hier für uns weniger gut. Da gab es eben diese vielen Verzerrung hier, die Übertreibung mit den Goldaktien. 1913 wurde ja die Federal Reserve gegründet. Das heißt, da wurde die Golddeckung sozusagen abgeschafft und immer das verwässert sozusagen das Gold. Und das hat ja mittlerweile, hat der Dollar ja auch 98% der Kaufkraft von 1913 eingebüßt. Und das ist natürlich ein Treibstoff gewesen, um diese Aktienrallye zu zeigen, Depressionen zu erzeugen, Aktienrallye, Depressionen und so weiter und so weiter. Und die Depression jetzt, die finale Depression, denke ich, und kommt jetzt noch, und die steht einfach noch aus, und werden wir wissen, wie das Fiat-System geendet hat, sozusagen, final. Wir werden es wirklich erleben. Ja, also das heißt, es gibt, sage ich mal, so eine ökonomische Depression. In 1980 hat man das erreicht beim letzten Goldhoch. Da konnte man für eine Unze Gold einen Dow kaufen. Und jetzt erwarten die Statisten, dass man für eine Unze Gold sogar zwei, drei, vier, fünf Daus kriegt. Viel, viel niedriger werden die Vermögenswerte.
runterbrechen. Und das gilt eben auch für Immobilien. 1980 konnte man für 500 Unzen Silber ein Haus bekommen und heute werden es, wird man das wahrscheinlich, diesmal wird es 250 Unzen in jedem Fall geben. So, das ist also eine totale Vermögensimplosion, hängt eben mit den Verzerrungen dieses Finanzsystems zusammen, mit diesem Fiat-Geldsystem, das hat zum 19. Jahrhundert nicht gegeben. Man muss sagen, dieses 20. Jahrhundert ist eine fantastische Zeit für Insider und Spekulanten gewesen, aber wer ist ein erfolgreicher Insider und Spekulant? Kaum jemand. Da muss man von Insider Informationen haben und das ganze System steuern. Und das ist das ganze Geheimnis hinter dem Quatsch hier. Ja, nichtsdestoweniger, wir versuchen uns auch dran. Wir denken, es kommt eben zu dieser Vermögenswertimplosion. Und da ist man in der jetzigen Zeit mit Gold und Silber am besten aufgestellt. Und der Versuch ist eben mit diesen unterbewerteten Goldaktien eben sich relativ große Mengen Gold und Silber kaufen zu können, noch vor dieser finalen Implosion. Ja, Fazit, Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen. Also wir müssen im Grunde genommen jetzt von der mit der Inflationsdynamik maximal profitieren, die ist irgendwann vorbei, dann sind die Vermögenswerte zerstört, dann wird es irgendwie eine immer geartete wirtschaftliche Erholung geben, auch neue technische Innovationszyklen und neue massive erfolgreiche Aktien. Die muss man identifizieren und das muss man verketten. Also wir machen jetzt mit Hilfe von Goldaktien, das ist jetzt hier mit den 25 gemeint, ver-25-fachen unser Kapital bei der Goldaktienrallye. Können da vielleicht mehr Gold und Silber verkaufen. Das ist aber noch nicht seine Maximalwerte erreicht. Dann Sie wissen, es wurde berechnet, 8.000 Dollar Gold ist der Maximalwert von Gold, was erreicht werden kann. Das heißt, das Ganze steigt nach sozusagen um das Vierfache. Wenn das gestiegen ist, höher kann Gold dann nicht steigen. Es ist ein absoluter Maximalwert. Da muss klassisch investiert werden. Dann müssen wir schauen, was an den Börsen dann noch übrig ist. Top-Aktien, Topfonds unter Umständen oder einfach auch Einkommen generierende Immobilien, die dann auch billig sind. Und dann könnte man ableiten, dass jede 200 Dollar, die man jetzt in Goldaktien investiert, dann in Gold und Silber und dann wieder reinvestiert und top klassische Anlagen, bringt 1 Million Dollar. Und das Schöne ist, man kann im Grunde genommen jede Woche so eine Investmentkette aufsetzen. Und man kann sie auch modifizieren. Und sich auf verschiedene Ereignisse und verschiedene Situationen vorbereiten. Das erhöht dann insgesamt die Wahrscheinlichkeit, dass einige dieser Ereignis-Investmentketten erfolgreich sind. Tausend-Becker-Report. Wir versuchen, diese Aktien zu identifizieren, also Goldaktien zu identifizieren und nach moderaten, hohen, sehr hohen Risiko zu ordnen, Potenzialfaktor zu errechnen, das Anzahl der Unzen, Grad des Goldes, Länderrisiko, auch eine Exit-Strategie versuchen zu skizzieren. Weitere Informationen, wenn Sie sich für den Report interessieren, finden Sie unten im YouTube-Anhang. Ja, wichtig auch, kaufen Sie kein überteuertes Gold und Silber. Also immer auf die Vergleichsportale erstmal bitte gucken, zum Beispiel gold.de oder auch einfach mal auch zum Vergleich auf diese Sachwerteinkaufsgemeinschaft. Die sind bis jetzt immer in Gold und Silber gekonnt und die bieten eigentlich Großhandelskonditionen an. Das ist ultra billig im Vergleich zu den Edelmetallhändlern aus meiner Sicht. Weiterhin ja, mit welchem Broker kann man da in Deutschland, Flatex, DEGIRO, kann man auch im Toronto Stock Exchange zum Beispiel kaufen, aber gibt sicher auch andere. Oder eben Swissquote in der Schweiz, wo sie auch mit nicht im Schweizer Wohnsitz ein Depot eröffnen können. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat. Vielleicht mir ein Like geben, sozusagen, wenn das gefallen hat. Dann, das würde dem Algorithmus auf die Sprünge helfen. Oder die Glocke betätigen, da werden Sie auch sofort über neue Videos von mir informiert. Also nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.